In der Bayerischen Verfassung, Artikel 106, steht, jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Bei der Schaffung von mehr Wohnraum denken wir an gezielte Förderungen, schnellere Baugenehmigungen mit digitalen Genehmigungsverfahren, weniger Auflagen, da denke ich jetzt zum Beispiel an den Dachgeschossausbau, der genehmigungsfrei gestellt werden soll, das wir auch in der Novellierung der Bayerischen Bauordnung mit aufgenommen haben, um mehr bezahlbaren Wohnraum, sowohl in Ballungsräumen auch als in ländlichen Regionen zu schaffen, gehen uns regulatorische Maßnahmen wie die Mietpreisbremse und Einfrieren von Mieten einfach in die falsche Richtung. Wir setzen auf höhere Eigentumsquote und daher Anreize schaffen für Wohneigentum als Altersvorsorge. Ersterwerb der eigengenutzten Immobilie, Wohnimmobilie, sollte von der Grunderwerbsteuer befreit werden. Wir stehen für Fördern statt Fordern. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist wegen des Immobilienbooms in den letzten 10 Jahren zum drängendsten sozial- und strukturpolitischen Problem geworden. Als Folge der Finanzkrise 2008 und dann den niedrigen Habenzinsen flüchteten viele Kapitalanleger in Immobilienanlagen und trieben die Preise in die Höhe. Ist das Angebot gering, die Nachfrage aber hoch, gehen die Preise auch in die Höhe. Da hilft nur erstens bauen, zweitens gezielte Förderungen, drittens mehr Arbeitsplätze sowie innovative Mobilitätsangebote und Wohnungen in den ländlicheren Regionen schaffen. Und bei den Förderungen muss es Vertrauensschutz statt Roulette-Spielchen für die Bauwilligen geben. Bereits gestern waren und heute sind Genossenschaften starke Gemeinschaften, um Ziele zu erreichen. Wir unterstützen deshalb Kommunen mit dem bis 2025 verlängerten kommunalen Wohnraumförderungsprogramm. Regulatorische Maßnahmen wie die Mietpreisbremse, Einfrieren von Mieten, wird das Problem der Wohnungsraumknappheit nicht lösen. Sie verhindern Investitionen in Neubau und Unterhalt von Mietwohnungen und verschärfen die Situation auf dem Immobilienmarkt. Mittelpunkt der Verbraucherschutzpolitik muss stets der gut informierte, mündige Bürger sein. Es ist Aufgabe des Staates, einen geeigneten Rechtsrahmen durch transparente Verfahren und klare unbürokratische Regelungen zu schaffen. Heimischen mittelständischen Unternehmen dürfen dadurch jedoch keine zusätzlichen Belastungen auferlegt werden. Wir Freien Wähler setzen auf eine größtmögliche Transparenz für die Bürger. Für den Verbraucher muss einfach und schnell zu erfassen sein, welches Produkt er kauft. Und es geht uns um Regionalisierung der nachhaltigen Erzeugung unserer Lebensmittel, um Lieferketten und Transportwege möglichst kurz zu halten. So setzen wir uns für regionale Schlachthöfe ein, haben uns für die Zulassung der Weideschlachtung stark gemacht. Heimat ist für mich daheim sein, da wo die Freunde sind, da wo die Familie ist, da wo die Wurzeln sind. Das ist für mich Heimat. Ich bin stolz, und da ist auch der Hubert Aiwanger, sagt er heute nach wie vor, dass ich einer der Motoren war zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Bayern. Und da bin ich stolz, dass wir das geschafft haben, für mehr Gerechtigkeit für die Bürger draußen, dass die Straßenausbaubeiträge abgeschafft wurden. Mit Bayern verbinde ich ja, FC Bayern. Bayern verbinde ich meine Heimat, wo ich gerne lebe, mit meiner Familie, wo unsere Familie schon seit 1630 nachweislich in Bayern ansässig ist. Das ist für mich Bayern und das ist für mich Heimat. Ja, wie wünschen wir Bayern in 20 Jahren? Dass wir eigentlich in etwa so bleiben, wie es heute ist, so landschaftlich reizvoll Bayern, dass man da gerne lebt und da gerne wohnt und ja, einfach so wie es heute ist, dass wir das erhalten. Gott erhalte dir die Farben eines Himmels weiß und blau.